Hallo, wie funktioniert eigentlich der, die das File Allocation Table? Im Grunde schon mal vorweggenommen, ganz einfach, File Allocation Table ist einfach nur ein großes Array, in dem die einzelnen Elemente wieder auf andere Elemente zeigen. Ich will das gleiche, das Ganze mal hier an diesem tollen Array zeigen. Damit das Ganze ein bisschen klarer wird, stellen wir uns aber vor, dass wir zum Beispiel dieses Feld hier nicht benutzen dürfen. Warum auch immer, ist belegt oder kaputt oder was auch immer. So, und jetzt wollen wir hier in unser Array Hallo schreiben. Das können wir einfach mal machen. Wir fangen oben ein und schreiben einfach nach unten durch. So, wenn ich es jetzt hier wieder lesen wollte, unser Hallo, dann könnte ich zum Beispiel mir irgendwo merken, okay, Achtung, hier fängt also das Wort an. Wenn ich jetzt naiv vorgehen würde, würde ich sagen, okay, ich lese einfach jetzt hier 5 Buchstaben, Hallo habe ich ja reingeschrieben, ist ja blöd, O geht nicht mit, das Ding passt nicht. Also, was machen wir? Wir machen uns einen Marker von H nach A und von A nach L, L, O. Und dann wissen wir, okay, wenn wir lesen wollen, dann lesen wir den und dann gucken wir, auf wen zeigt der, auf den, auf wen zeigt der, auf den und so weiter. Das heißt, was ich mir eigentlich nur merken muss, ist irgendwie den Weg zu dem H. Und genau dasselbe macht auch die File Allocation Table. Wenn ich nämlich einfach irgendwo eine Datei stehen habe, dann stehen da irgendwelche Daten, erstmal rein theoretisch, stehen da irgendwelche Daten drin, aber die sind hier noch nicht vollständig, also muss er dann auf den nächsten Ort zeigen, wo die weiteren Daten stehen, und der muss wieder auf den nächsten Ort zeigen, wo die weiteren Daten stehen. Das ist so die ursprüngliche Idee, die man mal hatte, wie man überhaupt sowas, so ein Dateisystem machen kann. Das Besondere beim File Allocation Table ist, deswegen ist es ja eine Tabelle, ist jetzt, dass hier noch gar keine Daten drin stehen. Also hier stehen gar keine Daten. So, ich habe die hier mal auf der rechten Seite weggemacht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein bisschen schlecht gezeichnet, das ist unsere Festplatte. So. Dann stehen an dieser Stelle nämlich kein H und nix, sondern dann steht an dieser Stelle nur ein Pointer. Auf irgendeinen Ort in der Festplatte. Und natürlich hier der Zeiger auf den nächsten Ort. Und der nächste Ort, der zeigt auch nur irgendwo auf die Festplatte. Und der zeigt auch nur irgendwo auf die Festplatte. Und der zeigt auch nur irgendwo auf die Festplatte. Das heißt, sagen wir, dieser Ort auf der Festplatte hier, der ist 1 Kilobyte groß. Dann habe ich den Vorteil, dass der zwar auf der Festplatte 1 Kilobyte ist, aber in meiner File Allocation Table vielleicht nur 32 Bit. Oder 64, je nachdem wie groß meine Adressen sind. Und das bedeutet insgesamt für den gesamten File Allocation Table, dass er vielleicht komplett in den RAM passt. Das bedeutet, dass ich zumindest sehr schnell, weil ich ja im RAM wesentlich schneller bin als auf der Festplatte, gucken kann, wo steht das denn alles auf der Festplatte, und dann kann ich auf der Festplatte gucken. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist, ich kann natürlich nicht einfach hier das L lesen, sondern wenn ich den, weiß nicht, 20. Teil von meiner Datei lesen will, muss ich ganz vorne anfangen, wie damals auf einer Kassette, und das Ding von Anfang an bis Ende durchspulen, beziehungsweise nicht ganz bis Ende, aber zumindest mal bis zu dem L, wo ich das lesen will. Das kostet natürlich Zeit, wenn ich hier erst machen muss. Aber, und das ist wieder der Clou bei der File Allocation Table, dadurch, dass sie so klein ist und in den RAM passt, kann ich dieses Durchspringen relativ schnell machen. Also zumindest relativ schneller, als wenn ich hier das Ganze auf der Festplatte verlinkt hätte und dann auf der Festplatte erstmal hier lesen müsste und da lesen müsste. Und es wird ja noch länger dauern mit Positionierungszeiten und ganzen Kram. Also wie gesagt, File Allocation Table ist im Grunde einfach nur ein großes Array, wo innen drin Objekte stehen, die wieder auf verschiedene Elemente innen drin zeigen. Also dieser Teil hier. Und der Eintrag selber, das Element selbst, zeigt im Grunde nur auf die Festplatte an den Ort, wo die eigentlichen Daten dann stehen.